Moin moin, meine Diggers und Diggerinas. Bald ist es soweit und dann kommt die neue Map. Und man kann sie auf den Testservern sogar schon sehen. Hier ein kleiner Screenshot. Theme Park soll sie heißen und diese bringt uns natürlich nach China. Ich finde, das passt ganz gut, da ich mir eine Geiselsituation oder auch eine Bombe ganz gut vorstellen kann auf einem Theme Park Gelände. Glaubwürdig ist das Ganze allemal. Ich stelle mir die Map sehr, sehr wuselig vor, da man überall Buden, Stände und Attraktionen hat. Stellt euch vor, Attacker und Defender können sich auf einem Areal bewegen, welches offen und verwinkelt ist, ohne dass ein Feind entdeckt kommt. Das wäre so neu in Rainbow Six. Kann ich mir aber auch nicht ganz vorstellen, es werden schon Gebäude da sein. Ich meine, stellt euch mal eine Art großes Zirkuszelt vor, eine komplette runde Spielwiese, sag ich mal. Wie eklig wäre das denn? Man kann auf jeden Fall viel spekulieren. Übrigens gibt es da im Real Life einen Freizeitpark, der da echt ins Auge sticht, und zwar Ocean Park. Der ist in China recht bekannt. Mit Platz 13 belegt er den Weltrang. Ratet mal, in welcher Stadt? Natürlich Hongkong. Zum Abschluss bin ich natürlich auch auf die neuen Operator gespannt. Es gibt da allerhand Infos, welche geleakt sind. Zum Beispiel sollen sie Caltrop und Dazzler heißen. Wobei ich ziemlich sicher bin, die Namen sind Platzhalter, aber wer weiß. Dazzler soll sowas wie einen Laser auf der Waffe haben, der einen blenden soll. Und Caltrop eine Art Gift oder Gas. Aber was wäre dann mit Smoke? Haut mir mal auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr zum Thema zu sagen habt. Denkt dran, kommentierst du dieses Video und hast es zu Ende geschaut, dann bist du in der Königsklasse. Ciao.